Es gibt Tage, an denen ich wirklich nicht in die Schule gehen möchte. Natürlich gibt es diese Tage und jeder hat diese Tage. Trotzdem bin ich jetzt schon 11 Jahre in die Schule gegangen und muss auch noch mein letztes Jahr in die Schule gehen. Ich glaube ganz stark daran, dass es total viel hilft, sein Mindset zu ändern und sich zumindest daran zu erinnern, warum es schon Sinn ergibt, in die Schule zu gehen und warum es mir auch eigentlich Spaß macht, um diese Jahre dann angenehmer zu machen. Und deswegen gibt es heute mal meine Dinge, warum ich gerne in die Schule gehe, beziehungsweise warum ich gerne lerne, weil sich ja das Lernen nicht nur auf die Schule bezieht, beziehungsweise nicht auf die Schule beziehen sollte, weil wir auch noch außerschulisch ganz viel lernen können. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Meine regelmäßigen Zuschauer wissen, dass ich gerade nicht zu Hause bin. Ich bin nämlich gerade im Urlaub mit meiner Familie und deswegen sieht es ein bisschen anders aus. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem gut sehen könnt und wünsche euch viel Spaß beim heutigen Video. Im Frühjahr habe ich mit einem Freund zusammen gelernt für eine Klausur von uns. Und ich habe da geäußert, dass ich mich überhaupt nicht darauf freue auf die Klausuren, eigentlich Angst davor habe und wirklich gar keinen Bock habe. Und dann meinte er zu mir, dass er Klausuren total lieben würde. Was mich sehr schockiert hat, weil wer liebt Klausuren, to be honest? Und er dann erzählt, dass er Klausuren mag, weil er diese Challenge mag und weil er sich denkt, hey, ich habe so viel gelernt, ich habe extra dafür Zeit aufgebracht, das zu verstehen, das zu lernen. Und jetzt freue ich mich darauf, in die Klausur reinzugehen und mein Wissen abfragen zu lassen und einfach diese Challenge zu haben und zu zeigen, was ich kann. Und diesen Mindset-Shift fand ich da cool und seitdem denke ich jetzt auch immer so, dass die Klausur eigentlich eine Challenge ist, die ich sehr gerne annehme, weil ich hier auch gerne Challenges habe. Meine persönlichen Lieblingsfächer sind Sprachen und Gesellschaftswissenschaften. Also ich habe ja Politik und Englisch als Leistungskurs und diese Fächer mag ich auch total gerne, aber wenn es dann zum Beispiel zu Mathe kommt, denke ich mir immer nur so, warum brauche ich das? Und der Punkt, warum ich das brauche, ist ja nicht nur, um dann genau diese Rechenaufgaben nochmal irgendwann in Zukunft zu rechnen, sondern gerade bei Mathe, da geht es auch einfach um die Problemlösung. Das heißt, in der Schule lerne ich auch, wie ich Probleme generell lösen kann, auch wenn sie nichts mit dem Thema an sich zu tun haben werden. Und ich glaube, es ist wirklich hilfreich, dieses analytische Denken zu lernen, was wir eben nun mal in der Schule lernen. Weil auch wenn das Lernen ziemlich kurz kommt in der Schule, hat man diese Momente trotzdem, dass man lernt, wie man zum Beispiel Probleme löst, wie ich gerade gesagt habe, oder aber auch, wie man Textanalyse, wie man richtig liest. Und das sind Skills, die ich nicht missen möchte. Des Weiteren ist Schule für mich eine ganz krasse Struktur in meinem Leben. Es ist ja eigentlich schon der Großteil meines Alltags, der Großteil meines Lebens. Und er hat mir auch sehr viel gezeigt und sehr viel beigebracht. Zum Beispiel, wie ich diszipliniert sein kann. Denn ich glaube, gerade Personen wie wir, die ehrgeizig sind, die gerne gute Noten kriegen, lernen dadurch sehr gut, wie sie sich selbst dazu disziplinieren können. Weil ich möchte eben diese guten Noten haben und lerne deswegen ja auch. Und mache mir die Mühe, im Unterricht zuzuhören und immer dabei zu sein. Und es hat mir einfach gezeigt, wie ich an einer Sache dranbleiben kann. Weil ich kann ja auch nicht wegrennen von der Schule und ich kann nicht einfach so aufhören, weil ich ja mein Abitur schaffen möchte. Der nächste Punkt ist, dass ich einfach unglaublich dankbar für Bildung bin. Denn es gibt unzählige Menschen, vor allem Mädchen, die gerne lernen wollen, die gerne in die Schule gehen wollen, die aber nicht die Möglichkeit dazu haben. Und gerade wenn ich über Bildungsgerechtigkeit lese und mich darüber informiere, merke ich wieder, wie privilegiert wir sind, dass wir das machen können und wie schade es ist, sich davor zu drücken und da irgendwie mit so einem schlechten Mindset ranzugehen und sich zu ärgern oder keinen Bock zu haben, das Privileg dann auch zu genießen. In meinem Dankbarkeitsjournal, was ich von Lebenskompass habe und wo ich jeden Tag reinschreibe, wofür ich dankbar bin, stehen auch ganz oft Dinge, die in Bezug stehen zu Lernen und Bildung, weil es mir wirklich super wichtig ist und weil ich ja auch hier von meinem YouTube-Kanal versuche, Bildung und Lernen wieder spaßhaft zu machen und gerade für junge Leute auch wieder attraktiv zu machen. Für dieses Tagebuch hier habe ich auch einen Rabattcode für euch und zwar Lara Emily. Wenn ihr Lara Emily eingebt beim Shop von Lebenskompass, quasi nämlich 10% Rabatt auf euren Einkauf dort und ich kann euch das Tagebuch wirklich empfehlen, weil es dort verschiedene Übungen gibt, jeden Tag andere, wie man Dankbarkeit praktizieren kann und das nur 5 Minuten am Tag. Lebenskompass hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dankbarkeit und Achtsamkeit wieder weiter zu verbreiten, auch gerade bei jüngeren Menschen, wie ich es hier auch mit Bildung mache, was ja eigentlich direkt ihr seid. Ich filme gerade ein Video. Darf ich rein? Wie ihr sehen könnt, gibt es hier einen sehr schön hochwertigen Golddruck. Tatsächlich gibt es auch bei den Lebenskompass-Produkten immer verschiedene Cover, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Ich habe nämlich auch noch den Schülerkalender von Lebenskompass und Planer mit meinem Alltag. Den habe ich digital und analog. Und diesen Kalender hier für die Dankbarkeit gibt es auch digital und auch nochmal analog. Also vergesst nicht, bei Lebenskompass vorbeizugucken und meinen Code anzuwenden, um noch ein paar Prozente zu sparen. Ihr werdet es nicht bereuen und den Link und alle Infos sind nochmal in der Infobox verlinkt. Ich bin voll der Überzeugung, dass ich ganz viele Dinge
einfach für selbstverständlich ansehe, obwohl sie natürlich gar nicht so sind, wie zum Beispiel auch Schule und Bildung. Und es ist für mich einfach hilfreich, wenn ich sowas habe, was mir über den Tag verteilt, also morgens und abends nochmal so Impulse gibt, dass ich daran denke, dass das alles ja nicht natürlich ist und dass viele Menschen das gerne hätten, was ich eben habe und weil das Privileg ich auch genieße. Klar, das ist immer so einfach gesagt und ich weiß, dass es sich auch wieder anhört wie so eine Floskel, die einfach jeder erzählt, aber denkt mal wirklich darüber nach, wie euer Leben wäre, wenn ihr nicht zur Schule gehen könntet. Was für Möglichkeiten hättet ihr denn in eurem Leben? Und das ist jetzt auch schon gleich der nächste Punkt, zu dem wir kommen, und zwar mehr Möglichkeiten später. Denn dass ich eben zur Schule gegangen bin, etwas gelernt habe, ich habe mittlerweile meine mittlere Hochschulreife und mache jetzt Abitur, das heißt, ich kann auch studieren danach und das öffnet mir natürlich sehr viele Türen im Leben, sehr viele Opportunities, sehr viele Möglichkeiten sind da, die ich nehmen kann, was ich nicht hätte, wenn ich nicht zur Schule gegangen wäre. Und da ist es auch egal, ob ihr Abitur macht oder ob ihr nur MSA macht oder was auch immer ihr für einen Abschluss habt, solange ihr einen habt und solange ihr zur Schule gegangen seid, habt ihr einfach schlichtweg mehr Möglichkeiten als andere Personen, die das nie gemacht haben. Und ich kriege auch mega oft Fragen zur Motivation und wie ich es schaffe, immer motiviert zu sein für die Schule, beziehungsweise wie ich kein Problem damit habe, zu lernen und auch viel zu lernen. Erstmal möchte ich das Gerücht wegräumen, dass ich viel und immer lernen würde. Ich kriege ja wirklich oft Nachrichten von Leuten, die dann mich fragen, wie oft ich oder wie lange ich am Tag lernen würde. Und ich lerne ja nicht mal jeden Tag. Das ist schon mal die eine Sache. Und die andere Sache ist, man muss einfach akzeptieren, dass man nicht immer Lust und nicht immer Motivation hat. Das ist total normal. Und ich versuche einfach eine interne Disziplin zu haben und mich nicht auf externe Motivationsquellen zu verlassen. Aber falls ich mal so einen kleinen Impuls brauche, dann hilft es mir daran zu denken, dass ich wirklich total dankbar bin und an diese Dinge zu denken, die ich in diesem Video hier gerade nenne, weil das motiviert mich immer sehr zum Lernen dann. Der nächste Punkt ist, dass ich einfach super viel mit verschiedenen Leuten reden kann. Dadurch, dass ich mehr Input habe, kann ich auch mehr Output geben und mit Leuten mehr konversieren. Das habe ich jetzt nicht nur im Bereich auf Schule gemerkt, aber vor allem auch im Bereich Lesen. Weil als ich angefangen habe, Bücher zu lesen und vor allem auch Klassiker zu lesen, konnte ich mit Leuten so viel mehr über verschiedene Dinge reden und diskutieren, auch was philosophische und politische Dinge angeht. Das war total interessant, weil ich auch oft mit Leuten zusammen lerne. Mit meinen besten Freunden machen wir oft so Study Days und wir uns treffen zum Lernen, um dann darüber zu diskutieren und zu reden. Ist total schön und spannend. Und nicht nur das, auch gerade wenn ihr mal woanders seid, neue Leute einfach kennenlernt, dann habt ihr auch Themen, worüber ihr reden könnt, weil euer Horizont erweitert wird durch diesen Input, den ihr jeden Tag in der Schule bekommt. Und das ist auch so voll die Sache, die mich oft schockiert und vor allem positiv schockiert und überrascht, dass ich Dinge lerne, die mir wirklich was helfen und die spannend sind, wovon ich aber niemals gedacht hätte, dass sie wirklich spannend sind. Bei mir ist es gerade im Musikunterricht so. Ich habe Musik eigentlich nur gewählt, weil es ein Fach war, was ich wählen musste. Ich musste entweder Musik oder Kunst wählen, deswegen habe ich eher Musik genommen. Und ich wusste auch nicht, dass da so viel gesellschaftlich und geschichtlich ist. Ich dachte eher, dass es so ein bisschen trocken ist mit Notenwerten, bla bla bla. Aber tatsächlich ist mein Musikunterricht in der Oberstufe sehr gesellschaftlich und politisch ausgerichtet, wo super viel Geschichtliches und Historisches erzählt wird. Und ich finde das so interessant, dass ich aber sagen, mittlerweile ist eines meiner liebsten Fächer, wo ich sehr gerne drin sitze und meinem Lehrer einfach zuhöre, weil er so spannende Dinge erzählt. Das ist jetzt no joke. Diese Dinge hätte ich sonst nie erfahren, wenn ich nicht im Unterricht gesessen hätte. Ich persönlich bin auf einer Privatschule, das heißt, ich zahle auch Geld für meine Schule. Natürlich ist das nochmal eine größere Motivation, dann wirklich zuzuhören und die Chance zu nutzen. Aber gerade wenn ihr das Ganze kostenlos bekommt, müsst ihr mal daran denken, wie viel wert das eigentlich ist, was ihr kostenlos bekommt. Ich habe letztens in einem Video von mir auch einen Kommentar bekommen von einer Person, die gesagt hat, dass sie es schockierend findet, dass man in der Schule ja kostenlosen Sprachunterricht bekommt, was wirklich wahr ist. Denn ich lerne ja auch zum Beispiel Koreanisch und Spanisch noch außerhalb der Schule und das ist richtig teuer, Leute. Also wenn ihr zum Beispiel Privatunterricht nehmt, ist das richtig teuer. Oder auch Nachhilfe ist ja schon mega teuer. Und dann zu überlegen, dass ihr das alles kostenlos in der Schule bekommt, ist krass. Es ist wirklich krass. Deswegen nutzt die Chance. Das ist mir nämlich auch erst später bewusst geworden, dass ich ja wirklich, wenn ich zum Beispiel später nochmal Spanisch lernen möchte, dass es so viel teurer wäre, einfach im Unterricht jetzt aufzupassen und die Möglichkeit dazu nutzen. Deswegen bin ich auch so eine Person, bisschen strebehaft, dass ich jeden möglichen Kurs belege, den ich belegen kann. Ich habe tatsächlich die maximale Anzahl an Kursen erreicht, die man eben nehmen kann. Man kann auch weniger Kurse wählen, aber ich habe mehr gewählt, als ich eigentlich muss. Lol. Und natürlich total wichtig, Wissen ist potenzielle Macht und angewandtes Wissen ist Macht. Und einfach diese Power zu haben, Dinge auf der Welt zu verändern, beziehungsweise nicht nur auf der Welt. Du kannst ja generell Dinge verändern, auch im kleinen Bereich, sei es jetzt in deinem Leben oder im Leben einer oder mehrerer anderer Personen, ist wirklich toll.
Es ist einfach genial. Und es ist so großartig, dass wir die Chance haben, in die Schule zu gehen, Dinge zu lernen, das Wissen anzuwenden. Und das alles meistens kostenlos. Es ist einfach großartig eigentlich. Und ja, ich klinge jetzt hier wie voll die krasseste Streberin, die euch versucht, hier irgendwelche Floskeln zu erzählen. Aber Leute, denkt bitte darüber nach, weil es ist wirklich so. Das heutige Video soll zur Motivation dienen. Ich habe aber noch ein weiteres Video zur Motivation gemacht, wo ich nochmal über die psychologischen Hintergründe geredet habe, warum eigentlich Motivation ein Mythos ist und was ihr stattdessen machen sollt. Guckt euch das gerne an, das findet ihr hier jetzt verlinkt. Vergesst auch nicht noch mein Lebenskompass dabei zu gucken für dieses schöne Tagebuch hier. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Tschüss!